Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tale of a Hero. Ja, wir sind jetzt hier und ich weiß jetzt, was zu tun ist und ich wollte euch noch was anderes sehr Interessantes zeigen in dieser Episode, nämlich Tale of a Hero ist ein zufallsbasiertes Spiel quasi, also es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Rätsel zu lösen. Und so ist es auch hier. Zum Beispiel haben wir ja jetzt in der letzten Episode den Eimer Wasser, den Eimer hier reingetan, kurz mal gespritzt und aus dem Eimer ist diese, ja, das Holz ist wieder lebendig geworden, ist wieder dieser Baum gewachsen. Und ja, die Lösung dafür, jetzt ans Wasser zu kommen, wäre, dass wir das Karrenrad hier dran hängen. Und dann liegt das Wasser voll und wir bekommen den Topf, können wir dann hier reintunken und dann ist es fertig. So, jetzt zur anderen Möglichkeit, die ich euch jetzt zeigen werde und mit der wir auch dann weiterspielen werden, einfach mal von dem Speicherstand aus, ist, wir nehmen den Wassereimer und hängen ihn direkt hier dran. Ich hole einen Eimer mit frischem Wasser, obwohl man das ja wohl kaum als frisch bezeichnen kann, so wie es stinkt. Ja. So geht das Ganze nämlich viel schneller. Jawohl, geschafft. So, ja. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die ich euch jetzt einfach mal zeigen wollte jetzt. Und ja, wir werden jetzt einfach so weiterspielen mit dem Eimer hier und das Karrenrad behalten wir einfach mal. Füllen jetzt den Lerntopf mit dem Wasser des Lebens und gehen mal weiter. Unbedingt auf die Finger achten. Ein Mann mit Kinderhänden sähe ziemlich dämlich aus. Wie sollte ich denn bloß mein Schwert führen? Gut, dann können wir jetzt zu dem Grab gehen. Und unser Wasser des Lebens, welches wir auf zwei verschiedene Arten bekommen können, mal auftesten, ausgießen können. So. Ja, es ist doch sehr interessant, oder? Aber ob man das jetzt für ein Adventure wirklich braucht, weiß ich gar nicht so. Also ich finde es jetzt weder gut noch schlecht, aber naja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet. Ob ihr es gut findet, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, ein Rätsel zu lösen oder dass also diese Zufallsgeneratoren da gibt oder nicht. Wäre mal interessant zu wissen. So. Jetzt tun wir das aber mal hier endlich aufs Grab. So. Das scheint zu funktionieren. Oh je. Super. Ein Pilz. Klasse. Was ist das denn? Ah, wieder am Leben. Zumindest fühle ich wieder die lebendige Erde in meinen Wurzeln und die entzückende Feuchtigkeit der Luft, deren zarter Hauch meine Wange küsst. Endlich wieder frei atmen. Himmel, Herrgott, Sakra, was stinkt hier denn so? Und wo kommt dieser verdammte Sumpf her? Der ist hier schon so lange, wie ich zurückdenken kann. Und wer bitteschön bist denn du? Ich heiße Olaf und... Du hast mich wiederbelebt? Ja, ich dachte allerdings nicht, dass du so... So prächtig? So ehrgebietend? So strahlend? Pilzig? Ich bin ein Pilz. Und ich war schon ein Pilz, als ihr Affen noch auf den Bäumen lebtet. Da stimmt doch was nicht. Man sagte mir, ich würde hier einen Seher antreffen. Einen der größten allzumal. Und bis jetzt? Ich bin der größte Seher aller Zeiten. Und wenn ich aller Zeiten sage, meine ich aller Zeiten. Keiner dieser armen Schlucker in der Vergangenheit, noch die Trottel, die in Zukunft geboren werden, wissen auch nur so viel wie der Schleim auf meinem Rücken. Und als Seher weiß ich, wovon ich rede. Naja, wie auch immer. Du bist ein Pilz? Wenn ich du wäre, würde ich aufhören, mich über so etwas zu wundern.
Wenn ich mir deine nähere Zukunft ansehe, kannst du froh sein, dass du dir keine Hirnblutung zuziehst, während du... Lassen wir das lieber. Naja, mir kann's ja egal sein. Ja, so was mir gerade nochmal aufgefallen ist. Irgendwie klingt seine Stimme so nach diesem, nach dem deutschen Synchronsprecher von Jiraiya aus Naruto. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, auch noch zusätzlich zu der Sache, wie ihr denkt, dass dieses Adventure einen Zufallsgenerator hat. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, wenn ihr Naruto kennt, ob ihr das auch so versteht oder ob ihr das auch so hört wie ich, weil mir kam das irgendwie gerade so ganz plötzlich, als ich das gehört habe, erinnert mich irgendwie daran, ja. Wäre mal interessant zu wissen. Könnt ihr jetzt nochmal weiter anhören. Wir sprechen mal weiter über ihn, mit ihm. Ja, auf geht's. Solltest du als Seher nicht ein etwas würdigeres Benehmen an den Tag legen? Meinst du eine literarische Ausdrucksweise? Oder in Reimen reden? Oder in einer so tiefen Stimme sprechen, dass die Dunkelheit kommt und das Laub von den Bäumen fällt? Irgend sowas, ja. Nicht, dass ich das nicht könnte. Aber das ist doch alles Mummenschanz. Warum sollte ich jemanden wie dich beeindrucken wollen? Was hätte ich davon? Ich habe dich wiederbelebt. Du warst eine Leiche. Aha, da haben wir es ja. Die gute alte emotionale Erpressung. Der Trick wird bei mir nicht funktionieren, kleiner Mann. Nach den ersten 100 Lebensjahren kommt man auch ohne Dankbarkeit aus. Du willst etwas von mir? Dann zahle auch dafür. Kannst du mir nicht trotzdem einen Ratschlag geben? Ich brauche Rat, wie ich dem Feind meiner Familie entgegentreten kann. Er ist sehr mächtig. Guter Rat ist hier nicht nur in übertragenem Sinn teuer, und meiner ganz besonders. Glaubst du nicht, dass ich schon genug für dich getan habe? Wie lange warst du denn tot? Ich will dir mal sagen, wie ich es sehe. In meinem Beruf sehe ich eine Menge, was Leute und Dinge angeht. Kannst du mir folgen? Also ich sehe das so, dass du noch gar nichts für mich getan hast. Du hast mich wiederbelebt, aber nur, damit du mit mir sprechen kannst. Aber... Also, wie dir bewusst sein sollte, redest du im Moment mit mir. Also sind wir quitt. Und wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen willst, dann ist das ein ganz anderes Thema. Na super. Was ein Sturkopf. Ja, Ja, was kosten deine Dienste denn? Was kosten denn deine Dienste? Das ist je nach den Umständen unterschiedlich. Was also würdest du für einen Rat den Eisriesen Krugel und seine Vernichtung betreffen verlangen? Eisriese, sagst du? Nur dass du es weißt, ich hasse Titanen. Sie sind widerwärtige, verräterische Monster, die das Schlimmste verdienen. Sehr gut. Dann wirst du mir ja sicher gerne helfen. Andererseits widerspricht es meinem Glaubenssystem, ohne Bezahlung zu arbeiten, würde ein schlechtes Beispiel abgeben. Wie kann eine gute Tat ein schlechtes Beispiel sein? Eine gute Tat? Ha! Abgesehen davon will ich ja gar kein Geld. Was sollte ich auch hier damit? Also was willst du denn? Endlich etwas Frieden. Mein gesamtes vergangenes Leben habe ich nur gearbeitet und was habe ich dafür bekommen? Nichts. Such dir einen anderen Seher, mein Kleiner. Alles, was ich will, ist den Sonnenschein und die frische Erde in Frieden genießen. Ja, wo hast du denn die Narbe her? Ah ja, da können wir gleich mal nachfragen. Wo hast du diese hässliche Narbe da auf deiner linken Backe her? Ach ja, das war 59. Die Wachen machten ein Nickerchen und ein gutes Dutzend Schnecken erwischte mich. Die haben mir das als Erinnerung zurückgelassen, bevor sie ihren gerechten Anteil Schneckensalz bekamen. Schnecken sind ein echter Fluch, eine Plage für uns Pilze. Bis später. Gut, ja. Das war's dann auch. Hier nochmal die Erinnerung, schreibt doch bitte in die Kommentare. Erstens, was haltet ihr davon, dass Tale of a Hero zufallsbasierend ist? Oder von mehrere Lösungsansätze gibt? Bietet, wie auch immer. Ja, und zweitens, klingt der Pilz wie Jiraiya aus Naruto? Jiraiya, wie auch immer. Aus Naruto? Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, alles Gute. Ciao.